Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pflanzen gegen Zombies 2. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben in den Frostbeulen, ja, ich weiß jetzt nicht, Ebenen. Und jetzt machen wir da einfach weiter mit Tag Nummer 6. Überlebe den Zombieangriff, die meisten Pflanzen wurden vorab für dich ausgewählt. Bin ich nicht unbedingt der größte Fan von... Okay, wir haben das Pult, wir haben das, wir haben... Okay, wir haben das Kraut, was gerade aufgeboostet ist. Wir haben die normale Sonnenblume. Ja, ist okay mit der normalen Sonnenblume. Sage ich es mal so. Das ist Offensive. Dann brauchen wir noch eine zweite Offensive. Ich habe keine günstige Offensive gerade dabei. Ich würde ja eigentlich gerne das Cornerpult mitnehmen, aber ich würde auch gerne irgendwie was Bombenartiges mitnehmen, einfach um sicher zu sein. Ich glaube, ich nehme tatsächlich Jalapeno. Ja, versuchen wir es einfach mal so. Dann haben wir auf jeden Fall zwei Wärmequellen. Wir müssen dann gucken, dass wir hier ein Pult und da ein Pult hinstellen, damit immer die, auch die Sonnenblumen außenrum halt Wärme abbekommen. So. Weil jetzt kommen ja bestimmt direkt, na, seid ihr schon Schneekugel, Schneeball-Zombies? Nee, ne? Okay, dann machen wir so. So, und du dahin. Es sollte jetzt hoffentlich von der Stärke her reichen. Er macht aber kein Splash-Damage. Das heißt, wir haben in der Mitte gerade noch ein Problem. Ach ja, Verstärkung. Ich habe mich schon gerade gewundert. Hä, warum wurden die jetzt nach vorne gezogen? Aber so ergibt das ja auch nur Sinn. So, dann machen wir hier nochmal. Ich wollte schon sagen, warum der jetzt so da nicht... So. Mit drin war... Okay, die normale Feuererbsenkanone scheint auch selbst so eine Feueraura zu haben. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Jalapeno. Nein. Drecksack. Das war jetzt nicht optimal. Das war jetzt überhaupt nicht optimal. So, du tau mal bitte meine Sonnenblume wieder auf. So. Ja. Nein, die mittlere Reihe. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Da denke ich die ganze Zeit, es reicht einfach, wenn ich hier die ganzen... Hier, Jalapeno. Die ganzen Stachelkrauts am Boden habe, aber das funktioniert gar nicht. Das reicht gar nicht aus. Vor allen Dingen, weil die eingeeist sind. Das läuft natürlich jetzt nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, tatsächlich. Feuer! Du auch, Feuer! Tau mal bitte alles auf. Und eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Es ist die letzte Welle. Ja gut, der soll da oben von mir aus die Sonnenblume abwerfen. Das ist mir relativ wumpe. Tatsächlich ist es mir relativ egal. Kann ich einfach einen auf den hier machen. Und schon sollte das eigentlich kein Problem mehr sein. Ah, er hat es überlebt tatsächlich. So, auf der untersten Reihe kommt nichts mehr. Das war also jetzt ein bisschen umsonst quasi. So. Dann machen wir da noch ein Pult hin. Das war jetzt vollkommen chaotisch, aber das hat funktioniert. Es ist auch gerade ziemlich früh, wo ich das hier aufnehme. Also, ich bin tatsächlich erst vor so einer halben Stunde oder so aufgewacht. Und spiele jetzt einfach schon direkt und nehme direkt Pflanzen vs. Zombies auf. Ich habe meine Dailies fast alle gemacht. Aber noch nicht ganz alle. Genau, bestehe 5 Abenteuerlevel fehlt mir halt noch. Das habe ich jetzt noch nicht getan, tatsächlich. Und ich kann mir, glaube ich, für das Paprikapult oder irgendwas, kann ich mir Samenpäckchen die ganze Zeit holen. Nee, stimmt nicht. Es war die Feuererbsenkanone.
Wenn ich mir eine Werbung, eine kurze angucke, dann kann ich mir dafür immer ein einziges Samenpäckchen holen. Die globale Erderkaltung ist echt mies. Wir bräuchten mal eine Hitzewelle. Stimmt, ich habe deshalb schon einmal die Schneebälle durch Feuerbälle ersetzt. Mit dem Flammenwerfer-Power-Up kannst du ebenfalls Eis schmelzen. Stark, wie sagt man so schön, Rache wird am besten kalt serviert. Aber ich sage, man serviert sie am besten heiß, knallheiß, mit extra scharfer Soße und Taco als Beilage. Ja cool. Was genau will uns das sagen? So, hierfür zum Beispiel. Da sieht man, da ist ein Samenpäckchen und dafür kann ich theoretisch, kann ich dort auch mehr noch holen. Wie gesagt, ich muss mir halt nur eine Werbung angucken. So, ich nehme mal die große. Sonnenblume, Jalapeno und... Will ich noch irgendwas? Ja, nehmen wir das Stachelkraut. Das macht sich immer ganz gut an den Punkten. Ja, dafür ist der Anfang halt immer ein bisschen langsamer. Wenn man die große Sonnenblume benutzt. Aber das wissen wir ja mittlerweile. Aber ich finde tatsächlich, dass es... dass die Vorteile der großen Sonnenblume... der kleinen Sonnenblume überwiegen. So. Jetzt haben wir hier schon erstmal unsere erste Hitzequelle. Der auch direkt schon mal Damage machen kann. Genau, und der macht ja auch Splash-Damage, dementsprechend werden, auch wenn sie auf der oberen Reihe sind, die Zombies angegriffen. Und dann machen wir da noch das Stachelkraut hin und dann sind wir auf jeden Fall oben erstmal eingedeckt. Mittig und unten reden wir nicht drüber, aber da sind wir, da machen wir gleich weiter. Schneesturm! Falsches Lied. Genau, und Penny hat ja darüber geredet, dass wir hier diese Feuerkraft theoretisch haben. Komm schon. Sonne. Wumme. Ich ruf sie an. Eiskalte Zombies. Ja, die kalte Luft macht uns jetzt erstmal nicht so viel zu schaffen. Tatsächlich so. Machen wir hier erstmal, benutzen wir das mal. Schneesturm! So, hier in der Mitte Feuer, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine kluge Idee war, so eine kluge Entscheidung, aber wir haben es zumindest. So, dann haben wir unsere Sonnen fertig. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Das ist schon mal gut, dann fehlt da noch das Stachelkraut. Machen wir mal ein bisschen Sonne, damit wir hier ein bisschen besser aufbauen können. So, dann würde ich sagen, auf jeden Fall da noch einer hin. Du kommst da hin. Kann man da nochmal den hier hinsetzen. Zack, zack. Genau, dann brauchen wir auf der Ebene auf jeden Fall nochmal ein bisschen Feuerkraft. Jalapeno. Und weg bist du. Zack, zack, zack. Du kommst da hin. Oh, da haben wir das auch schön symmetrisch. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? Jetzt brauchen wir nur noch ein Paprikapult. Genau, dann können wir da noch das Stachelkraut hinmachen. Dann kommt noch eins hier oben hin. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Nee, das war nur ein Schneesturm. Ja, guckt euch das an, wie gut das läuft. Ich meine, wir haben jetzt so viele verschiedene Feuerkräfte. Feuerpflanzen, das ist ja... ziemlich easy ist, gegen auf jeden Fall die Kälte anzukommen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, kein Problem. Seht euch das einfach nur an. Jalapeno, das waren mir gerade ein paar zu viele auf der oberen Reihe. Dann haben wir hier so viermal den Drachen gespawnt. Klingt auch wie so ein verkackter Euphemismus tatsächlich. Aber läuft. Easy.
machen wir da noch ein Stachelkraut hin. Dann haben wir hier so ein schönes Zickzack-Muster. Ach, und nicht mal. Wir haben nicht mal die beiden verloren, aber gut. Die Zombies werden auch vorher mal abgelenkt, also. Und hinterher. Also, war gar nicht mal so wahrscheinlich, dass wir die hier verlieren können. Ich glaube, das geht sogar komplett gar nicht. Die können halt höchstens immer wieder eingefroren werden. Aber solange wir wirklich unsere. Was sagst du mir jetzt? Achso, hier. Yeah! Pinata, danke. Da, 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 da! Geld. Und? Yes! Paprikapult ist fast aufgelevelt. Das finde ich doch gut. Die Kartoffel braucht noch ein bisschen. Aber ja, das hier wollen wir nämlich noch machen. Bestehe 5 Abenteuerlevel. Das habe ich vorher mal abseits davon gemacht. Und dann schließe 8 Tagesaktivitäten ab. Die habe ich alle vorher schon gemacht. Dann kriegen wir nochmal 10 Diamanten. Und dann können wir uns die nächste Pflanze kaufen. Und ich weiß auch schon genau, für welche Pflanze ich das ausgeben möchte. Nämlich für die Lenkdistel. Zum einen... Oh, okay, so ein Level. Gut zu wissen. Zum einen Schneesturm. So. Ne, die Lenkdistel zum einen, ist sie eine sehr gute Pflanze und ich habe sie heute in der Daily benutzen müssen, können, wie auch immer. Und zum anderen hat mir damals auch, Shireen die Lenkdistel vorgeschlagen. Und ich habe das einfach seit damals vollkommen vergessen. Ist ja auch alles schon wieder 7 Jahre her. Dementsprechend glaube ich, ist das gar nicht so verwunderlich, dass ich eventuell die eine oder andere Information, die mir irgendwann mal gegeben wurde oder wie ich mal gespielt habe, nicht mehr so im Kopf habe, wie es einst mal gewesen ist. Ah, das ist, glaube ich, nicht gerade die beste Platzierung an Sachen. Wenn mich nicht alles täuscht, naja, egal. Gucken wir erstmal, wie das alles jetzt hier läuft. Sandsturm, Schneesturm, wie auch immer. So, und die in der Mitte können erstmal ein bisschen entspannen, bitte. Hier, machen wir mal einen auf den hier. Das ist jetzt ein kompletter Quatsch. Geht zurück. Ja, das war vollkommener Käse, was ich da gerade zusammengebaut habe. So, er braucht auf jeden Fall oder kriegt auf jeden Fall keinen... Doch, da kommen auch Zombies hin. Okay. Direkt dahinter funktioniert also auch nicht ganz. Okay, die werden von der auf die Reihe geschickt. So, ihr geht mal zurück. Brauchen hier ein bisschen mehr, im wahrsten Sinne, Feuerkraft. Und zurückgeschoben nochmal, dankeschön. Wie gesagt, das Eineisen, das bringt in dem Falle nicht so viel, dass das langsamer machen, weil sie sowieso durch die Feuerkatapulte wieder aufgetaut werden. Schneesturm! Also der Effekt ist halt komplett nichtig. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. So, hier unten brauchen wir auf jeden Fall... Ein bisschen Luft. Hier können wir ein bisschen Luft machen. In der Mitte hätte ich das machen sollen. Also machen wir das mal jetzt. Weil in der Mitte ist hier zu viel eingeeist. Kannst du deinen Bruder auftauen? Dankeschön. Dann machst du den hier. Dann machen wir den hier. So, denn der wird jetzt gerade in die Mitte geschoben. Wupp. Wusch. Weg mit euch. Ah! Nein! Nein, 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 nein. So, das war gerade am Ende unnötig, aber ist ja egal. So, du wirst nochmal nach hinten geschoben. Und der hier oben von mir ist auch nochmal. So, nee, 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 du bleibst da hinten. Du bleibst auch mal da hinten. Wobei, ich kann auf jeden Fall die wegmachen. Und dann kann ich ihn einfach laufen lassen und dann rennt er in die beiden rein. Dann machen wir so. Weil der hier schlägt ja 2 Felder vor ihn und 2 Felder zurück, glaube ich. Und damit haben wir eine nächste Pinata bekommen. Yay! Und das war das 3. von 5 bestandenen Abenteuerleveln.
Und jetzt gibt es ein bisschen mehr Saat für unsere Pflanzen. Gucken wir doch mal für welche. Für die Zwirbel, die wir noch nicht haben. Und für die rote Rübe, die wir auch noch nicht haben. Aber wir haben schon mal vorgesorgt für den Fall, wenn wir sie freischalten. Und das wird ja in dieser Welt der Fall sein. Man sieht es am Hintergrund. Und es geht einfach direkt weiter. So. Was haben wir denn hier? Wir haben hier die mit den Vögeln und wir haben keine Eiskugel-Zombies. Also keine, die Schneebälle werfen. Aber die eisigen Winde werden ja trotzdem da sein. Dementsprechend kommst du mal mit, du kommst mit. Die Kartoffel brauchen wir in dem Fall ja nicht. Das haben wir ja schon herausgefunden. Aber was mache ich gegen die doofen Vögel, gegen die Tukans oder wie auch immer, was auch immer die sind? Elektro vielleicht? Haben die vielleicht eine Elektroschwäche? Na, mit Eis brauche ich nicht ankommen. Was habe ich denn sonst so mitgenommen? Würde ich sagen, bleiben wir einfach bei... Also nehmen wir einfach Elektro mit und fertig ist dann. Achtung, fertig pflanzen! Ja, ich habe jetzt keinen... Ja, ich habe jetzt keine... Irgendwie nicht die Kartoffelmine mitgenommen. So, hier sollten wir am wenigsten Probleme haben auf der Reihe. Also wenn wir da anfangen, ist das ja schon mal in Ordnung. Das heißt, hier kommen ja die Zombies sowieso hingeschoben. Das heißt, wenn wir das Stachelkraut dahin packen, sollte das reichen? Ah, ich weiß nicht, ob der eventuell doch noch bis hierhin kommen könnte. Machen wir mal so. Wir werden es ja gleich herausfinden tatsächlich. Ja, der läuft, glaube ich, ist dafür, glaube ich, ein bisschen zu weit gelaufen. Ich glaube, da muss noch ein Stachelkraut hin. Ja. Okay, dann sind die beiden Reihen schon mal eingedeckt. Nicht aufgedeckt, eingedeckt. So, dann muss auf jeden Fall hier jetzt sowas hin. Jo. Um die anderen beiden muss ich mir jetzt keine Sorgen machen. Dup, dup. So, zack. So, oben fehlt jetzt noch einer. Ich weiß nicht, ob der vielleicht über die Stacheln rüberfliegt. Das könnte natürlich gut sein. Das ist natürlich sehr gut möglich. Oh, er fliegt darüber. Das ist jetzt suboptimal. Dafür brauche ich eine Jalapeno. Du da. Und du da. Dankeschön. Oh, das war jetzt knapp. Das war jetzt ziemlich knapp. Genau, ich kann warten, bis die ein bisschen näher ran sind. Und dann mache ich den hier. Dann wird das alles weg. Nee. Geht ja mal gar nicht. Was soll denn das? Das ist verboten. So, jetzt sind wir aber unten auch auf den beiden Ebenen besser eingedeckt, tatsächlich. Das ist ganz gut und wir kommen immer noch nicht dazu, unsere Sonnenblumen zu pflanzen. Meine Güte, das ist doch das Erste, was ich immer machen möchte. Mit den kleinen Sonnenblumen funktioniert das natürlich immer viel, viel schneller und besser. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Schneesturm. Machen wir noch den hier. Dann haben wir da auch nochmal ein bisschen mehr Kraft. Du kommst dahin und dann machen wir auch mal den hier. Reicht das? Nee. Jalapeno. So. So, Sonne ist soweit fertig. Dieses eine Elektrokraut in der Mitte macht tatsächlich gute Arbeit. Macht ziemlich gute Arbeit, würde ich mal sagen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und wer hätte es gedacht, aber es ist schon die letzte Welle. Ja, machen wir hier noch einen davon hin. So viele von den Vögeln, das ist ja unfassbar. Nein! Jalapeno. Weg mit euch. So, sopp, sopp. Hat alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt eine Pflanze verloren habe.
Aber es ist ja auch keins von den Leveln, wo es heißt, verliere nur zwei Pflanzen oder so. Und ich weiß jetzt, was in letzter Folge passiert ist. Und zwar hat genau in dem Moment, wo ich die eine Sonnenblume weggemacht hat, ein Zombie unten ein Cornerpult gegessen. Also wirklich im exakt selben Frame war das. Das war unfassbar. Unfassbar knapp. Diese Höhlenzombies sind wirklich harte Nüsse. Ein Hirn ist... Alle akzeptieren sie nicht als Antwort. Laut meinen Daten sind Neandertaler-Zombies Schädel 33,2% härter als ich... als normale. Ich schlage vor, wir setzen den Mangold-Mangler ein. Er hat ein paar geheime Moves auf dem Lager. Ich denke mir jedes Mal, dass irgendwie die Sachen, die Penny sagt, so ein bisschen abgeschnitten sind. Und ja, das stimmt. Dass wir die Zombies dorthin zurückschicken, wo sie herkamen. Ich schätze, dann sind die Moves doch nicht so geheim, oder Benutzer Dave? Was ist denn der... Ah, okay, das ist der hier. Der hier wirft halt die Zombies noch mal ein paar Schritte zurück, tatsächlich. Wie gesagt, den kenne ich ja schon. Der macht dann immer... Uah! Und dann wirft er die irgendwie so zwei, drei Schritte zurück. Also das ist schon recht hilfreich und ich glaube, das ist, müsste dann jetzt auch das Level sein, in dem wir den freigeschalten haben. Ja, da habe ich warum auch immer den hier oben geplantet. Das ist jetzt nicht unbedingt so die optimalste Strategie gewesen. Genau, und der kann das dreimal machen und dann ist er so eine Art, danach wird er zu einer, so eine Art, wie gesagt, kleiner Walnuss und hat erstmal ein bisschen noch Verteidigungskraft in sich, ehe er gegessen wird. Dementsprechend, ja. Kann man halt überlegen, ob das jetzt so hilfreich in anderen Szenarien ist oder eben nicht. Also hier ist es vielleicht ganz hilfreich, einfach weil die Neandertaler halt sehr viel aushalten. Aber da kommt es dann auch immer auf das Szenario an. Also in einigen anderen Szenarios ist der eigentlich auch relativ gut zu gebrauchen. So, wir müssen jetzt noch nichts auftauen an sich. Auftauen, Girl. So, genau. Und jetzt ist er halt noch da, aber... So kann ich einfach... Okay, ich kann da einfach einen neuen drüber planten. Das funktioniert also. Da war ich mir auch nicht ganz so sicher. So, aufgetaut und weiter geht's. Oh, das mag ich doch. Okay, dann packe ich dich direkt weg und dann kommst du dahin. Nehmen wir einfach mal direkt den Three-Peter. Ach, komm schon. So, Schneesturm. Und du dahin. Ja, 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 das läuft gerade nicht optimal tatsächlich. Das läuft alles gerade nicht so optimal. Du und du und bitte Feuer. Dankeschön. Da ist jetzt auch Elektro getan tatsächlich. So, dann machen wir mal ein schönes Muster. Und letzte Welle. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Dann mach du mal den letzten Zombie platt und wir sind durch mit der ganzen Geschichte. Oh yeah. Und damit haben wir jetzt auch alle unsere Tagesziele abgeschlossen. Was heißt, wir können uns eine neue Pflanze leisten. Mission erfüllt. Weil heute war wieder der Reset für die Arena. Und da habe ich dann auch wieder, ich glaube, 30 Diamanten bekommen. Ich bin jetzt in der Ziegelliga. Einsammeln. Yeah. Events. Achso, das ist jetzt für das nächste dann. Ja, dann gehen wir erstmal zurück zur Karte und gucken mal, dass wir uns was kaufen. Genau, jetzt sind wir nämlich in Level 11 auch schon. Und gehen wir mal in den Shop, wie gesagt. Und gehen zu den Pflanzen. Und der Matschkürbis sieht natürlich auch verlockend aus, aber was ich eher haben will, ist die Lenkdistel. Da ist er. Jawohl. Tada, danke für den Kauf von Lenkdistel. Mit Edelstein gekaufte Pflanzen werden nicht mit allen Profilen geteilt. Ja, ja, das ist ja kein Problem an sich. Und ich glaube, ich habe auch schon genug Samenpäckchen, um die Lenkdistel aufzuleveln.
Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Nee, überhaupt nicht. Okay. 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 Aber jetzt haben wir sie. Und die Lenkdistel ist ganz gut, weil sie halt Auto-Aiming hat. Und die kann man irgendwo planten und die greift einfach alle rein an. Ja, lehre den Zombie-Angriff. Die meisten Pflanzen werden vorab für dich ausgewählt. Okay, die werden einfach immer weiter runtergeschoben. Das heißt, sie kommen eher weniger auf die Ober... Warum denn der Sonnenpilz? What? Okay, wir nehmen dich, weil du weniger kostest als das Katapult. Ah, das mag ich ja gar nicht. Dann dich vielleicht. Genau, also auf den obersten rein. Also eigentlich sollten die Zombies hauptsächlich unten ankommen. Okay. Sie haben nach dem ersten Teil haben sie den haben sie dieses, dass die Pilze am Tage nichts machen können, offenbar rausgenommen. So. So, machen wir so. Warum? Ach, das ist... Oh, ich verstehe, wie das gedacht ist. Ich verstehe, wie das gedacht ist. Man soll halt das hier machen. Und dann so, damit die halt hintergeworfen werden. Ah, eisige Winde. Stimmt, eisige Winde. Habe ich voll vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich jetzt nicht optimal. Ja, so sollte das aber irgendwie was bringen. So, dann tauen wir dich noch auf. Da, 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 da. So, der kann bitte die ganzen drumrum auftauen. Dann mach mal den hier. So, er ist jetzt natürlich nicht in dem Radius, aber ich werde ja hier auch noch was Heißes planten. Weg mit dir! Weg! Okay. Haben wir jetzt erstmal nicht gebraucht, tatsächlich. Du kriegst mal den da. Oh Gott, was bist du denn? Das war jetzt nicht so geplant. Gib mir mal ein bisschen mehr Sonne, bitte. Dankeschön. So. Das braucht noch ein bisschen bessere Strategie, weil so hat das jetzt, so war das jetzt überhaupt kein kluger Move, sage ich mal. So, unten brauchen wir auf jeden Fall noch Zeug und Feuerkraft. Da haben wir im Grunde noch gar nichts, könnte man sagen. So aufgebaut bringt das aber auch nicht so viel. Nein, 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 nein. Ah, ich hab's falsch geplantet. Ja, isst den von mir aus auf und dann. Hier, friss die Bohne. So, riesige Welle von Zombies nähert sich. Die Musik ist auch super. Einfach so ein Automaton genommen. Und ja, das Coole an den Pilzen ist halt, an den Sonnenpilzen ist natürlich, dass die Sonne, die sie geben, also die geben wesentlich mehr Sonne. Die geben, wenn sie einmal groß gewachsen sind, 75 Sonne und nicht nur 50. Was sie natürlich irgendwie so vom, ja, von dem her, was sie wert sind quasi, was sie rausgeben, wesentlich besser macht, sogar noch, als die großen Sonnenblumen, weil diese großen Sonnenblumen, die brauchen ja ein bisschen länger, aber die Pilze brauchen jetzt nicht so lange, um Sonne zu produzieren, also die großen Sonnenblumen geben halt 100, die geben 75, aber sie geben halt am Anfang nur 15, glaube ich, und später dann geben sie erstmal 30 und dann haben sie halt schon mehr als eine normale kleine Sonnenblume. So, dich müssen wir neu pflanzen. Ja, aber abseits davon
find's interessant, dass hier unten noch keine eisigen Winde gewesen sind. Oder wenn dann, dass irgendwas, was ich mache, offenbar dafür ausreicht. Oh! Die Schüsse von ihm hier, von dem normalen Three-Peter. Ich musste es ja auch gerade sagen. Die Schüsse von dem normalen Three-Peter werden auch zu Feuerschüssen, wenn er hier an dem vorbeischießt, glaube ich, oder? Nee, werden sie nicht. Okay. Ich dachte gerade schon. Riesige Welle von Zombies. Und so. Ihr wisst schon. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Dementsprechend kommst du noch dahin. Nee. Weggefeuert. Ich habe ja diesmal kein Jalapeno zur Auswahl. Dementsprechend kann ich das ja nicht wirklich machen. Also hätte ich theoretisch natürlich als Auswahl haben können. Dann machen wir mal so und... Nee, das wollte ich machen. Und tauen mal alles auf. Das war das, was ich eigentlich vorhatte. Und ja, wir haben mehr als genug Sonne. Dementsprechend kann ich hier sogar noch einen davon planten. Und nicht nur das. Ich glaube, ich werde sogar noch eine wegnehmen. Und noch eine Feuererbsenkanone dahin setzen. Dann nehme ich potenziell dich weg und mache das dahin. Dann haben wir auf den Reihen doch noch ein bisschen mehr Feuerkraft, weil... Ja, oben geraten wir langsam in Bedrängnis, wollte ich gerade sagen. So. Das sollte doch jetzt eigentlich passen. Und eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Und es ist die letzte Welle. Genau so und nicht anders. Eieiei, oben passiert gerade eine ganze Menge. Aber ich glaube, das sollten wir packen. Ich glaube, das sollte machbar sein. Dann mache ich mal den weg und mach mal dich dahin. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn. Ja. Okay, oberste Reihe ist weg. Jetzt müssen wir nur gucken nach und nach, dass die Reihen hier abgefrühstückt sind. So, du kannst von mir aus den hier futtern. Weil die mit dem Eisblock auf dem Kopf, die nerven ein bisschen. Das sind jetzt so ein bisschen meine Sorgenkinder, könnte man sagen. Yo, beide Reihen erstmal kurz gestunt. Und jetzt muss nur noch der eine da weggemacht werden. Und dann haben wir es auch... Nein, jetzt muss ich das Level nochmal machen. Letzte Welle. Ah, da musste ich das Ganze gerade wieder hochspielen, weil das Spiel abgestürzt ist. Aber ich glaube, jetzt läuft das doch gar nicht zu verkehrt, sagt er, und hat direkt Bedrängnis auf der unteren Reihe. Aber so im Großen und Ganzen, guckt euch das an. Wenn das Spiel jetzt nochmal abbricht, dann weiß ich auch nicht. Also irgendwas hat geupdatet, wahrscheinlich Pflanzen vs. Zombies selber. Und deswegen ist einfach das Spiel ausgegangen. Was natürlich ein bisschen nervig ist, weil ich jetzt das ganze Level nochmal machen musste, aber kann passieren. Nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Und dafür bekomme ich jetzt diesmal... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Uns wurde es zwar gesagt, aber ich habe es voll vergessen. Mission erfüllt, meine Damen und Herren. Wir können uns nochmal was abholen. Den Mangold-Mangler. Natürlich, das war's. So, danke. Holen wir uns noch eine Piñata ab mit schönen Goodies aus dieser Welt. Und zwar, was haben wir denn? Yeah, das Paprika-Katapult können wir aufwerten. Mangold-Mangler noch nicht, aber das Paprika-Pult aufzuwerten ist schon mal eine gute Sache. Nee, können wir immer noch nicht. Okay, war ich zu voreilig. Levelziele. Plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Okay. Die mittlere Reihe geht einfach durch. Die Reihe geht... Können wir bitte so machen? Danke. Okay. Die Zombies kommen hier an. Okay, wir haben die Eis... Also Schneeball-Zombies. Wir haben die, die rüberspringen. Okay. Dann haben wir, kommen die von hier aus, dahin. Okay.
Das heißt, auf der Reihe kommen höchstens die Toucans durch, auf der kommen höchstens die Toucans durch. Das heißt, wir wollen hier so viel wie möglich Schaden machen, wir wollen auf der Reihe so viel wie möglich Schaden machen und in der mittleren Reihe. Und in der Reihe am besten auch, also hier so in der Richtung. Und wir haben nur 1900 Sonne. Und wir dürfen keine sonnenproduzierenden Sachen mitnehmen. Okay. Damit können wir arbeiten. Doch, ich kann es upgraden, sage ich doch. Aufladen kostet weniger, Ausdauer ist höher und Schaden macht er mehr. Sehr gut. So, dann werden wir das Spiel einfach mal ein bisschen austricksen, weil es rechnet ja damit, dass wir jetzt das Paprikakatapult benutzen. Und das tun wir jetzt einfach mal nicht. Aus bekannten Gründen, denke ich mal. Dann wollen wir einfach das Butterpult mitnehmen, zur Vorsicht. Schätze ich fast. Irgendwas, ja. Wir brauchen jetzt keine von unseren typischen Bomben oder irgendwas. Dich nehme ich noch mit, natürlich. Klar. Du gehörst irgendwie immer dazu. Dafür haben wir zwar nicht genug Sonne, aber ich nehme trotzdem ein, zwei andere Sachen noch mit. Ja, dann nehmen wir noch dich mit. So, Verteidigung vorbereiten. Natürlich wollen wir mindestens dort und dort Feuer haben. Dann brauchen wir in der Mitte noch gut aufgebautes. Dann haben wir hier eine Reihe Cornerpulte, die von hinten immer schön feuern. Dann, wo ist eine Pflanze safe? Dort. Können wir vielleicht zwei davon hinbauen? Machen wir noch einen dahin, noch einen dahin. Ich habe ja gesagt, oberste und unterste Reihe am besten so viel wie möglich Feuerkraft. Ich muss das ja auch da planten, wo es dann Sinn ergibt, dass die Pflanzen nicht einfrieren. So, und vorsichtshalber können wir ja hier noch einen hinsetzen. Okay, und das war's dann. Okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber von der Logik her müsste es passen, dass keine von unseren Pflanzen jetzt extrem schnell einfriert oder so. Die Elektropflanzen machen gut ihr Ding. Zur Not haben wir die Kartoffel dabei, aber die Kartoffel brauchen wir nicht. Genau. Wie man sieht, geht auf jeden Fall die Taktik mit dem Nicht-Einfrieren durch eisige Winde auf, weil wir auf jeder Reihe Feuer haben. Und auch die Schneeball-Zombies sollten jetzt nicht so viel ausmachen. Zur Not haben wir natürlich noch die Saat unten. Ich glaube, wir müssen gleich oder können gleich eine oder zwei sogar aufsammeln. Hier oben ist einer und hier unten ist einer mit einer Saat. Mit dem Spezialdünger, damit wir hier mal ein bisschen dann, wenn es nötig ist, auch ein bisschen Rambazamba machen können. Aber derzeitig sehe ich die Notwendigkeit tatsächlich noch nicht. Aber die Eimer-Zombies kommen ein bisschen sehr nah ran. Dementsprechend, ja, hier wäre das Paprika-Katapult tatsächlich besser gewesen. Ich muss es zugeben. Der hat es tatsächlich geschafft, den Mangoldmängler da oben. Ja, ich weiß, wie sie funktioniert. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. Ja, aber das ging doch. Das war doch jetzt nicht so schlimm. Dann warte ich es jetzt einfach noch mal kurz ab, bevor ich hier irgendwelche voreiligen Saatguts ausgebe. Wobei auf der untersten Reihe hätte ich jetzt theoretisch machen können. Machen wir das mal hier. Dann sind die ganzen Eimer weg. Dann mache ich den hier. Dann sind die ganzen Eimer weg. Und mit dem Rest sollten meine Pflanzen eigentlich gut klarkommen können. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie es tun. Ja. Also der Drache war vielleicht ein bisschen unnötig. Weiß, habe ich jetzt nicht so gesehen, ob der überhaupt irgendwas gemacht hat. Hat aber funktioniert. Also gibt's ja gar nichts zu meckern. Babadababadababau. So, was wird aufgewertet? Yeah, Paprika. Nochmal vier Saatgut. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen fürs nächste Level. Der Mangold Mangler
hat nochmal 3 bekommen, was auch gut ist. Dann ist er zumindest auf 5. Das ist schon mal die Hälfte. Nächstes Level würde ich einfach direkt sagen. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Kleinigkeit, die gerade passiert ist. Der Emulator ist einfach komplett abgeschmiert. Und ja, keine Ahnung, was da jetzt gerade los war. Aber es, manchmal schmiert das Spiel einfach ab. Und das schneide ich euch immer raus. Aber das war jetzt ein bisschen nervig. Egal, machen wir weiter. 1-2 Level können wir heute noch machen. Sind bei der Aufnahmezeit noch nicht ganz bei einer Stunde. Verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Wenn die so weit vorne am Anfang sind, ist das nicht das große Problem. Aber Gargantuas könnten tatsächlich ein großes Problem sein. Im wahrsten Sinne des Wortes groß. Falls ihr den Gag nicht verstanden habt. Aber ich glaube, ihr seid klug genug, um die zu verstehen. So. Nehme ich mal euch beide mit. Will ich die Lenkdistel vielleicht mal ausprobieren? Aber die kostet so viel. Das ist das Problem damit. Wir brauchen auf jeden Fall Tiralapeno für genug Durchschlagskraft. Und nehmen wir einfach den Drachen noch mit. Ja, okay. Es sind nur die obere und untere Reihe, wo wir dann irgendwann nur auf die Toucans aufpassen müssen tatsächlich. Aber dann können wir hier erstmal so 2 Sonnenblumen jeweils drauf pflanzen. Dann haben wir 4 Sonnenblumen hier so. Und auf den anderen Reihen können wir einfach unsere Offensive planten. Wir dürfen jetzt aber auch tatsächlich nicht zu wenig drauf achten, dass wir irgendwie normale Zombies erstmal wegmachen auf den mittleren Reihen. Darauf dürfen wir uns jetzt erstmal nicht verlassen, tatsächlich. Ah, der Wind geht immer auf bestimmten Reihen. Der geht nicht immer, also der geht nicht irgendwie über die gesamte Länge des Feldes oder so. Was natürlich sehr vom Vorteil ist. Aber kann natürlich auch ein bisschen zum kleinen Problemchen werden. Ich glaube, ich werde die beiden gleich einfach mal mit einer Fähigkeit wegmachen, weil ich glaube nicht, dass ich die in der Zeit jetzt noch kaputt kriege. Es sei denn, der Splash-Damage reicht für beide aus. Reicht dann nicht. Mache ich hier erstmal alles platt. So, Dankeschön. Dann kommst du dahin. Dann gib mir mal bitte Sonne, liebe Sonnenblume. Und du kommst dahin. Schneesturm! Damit wir ein bisschen mehr Feuerkraft haben. Der hier unten mit dem Eisblock, den mag ich nicht. Der ist quasi wie so ein Eimer-Zombie, bloß noch mal ein bisschen nerviger. Ich glaube, kann das sein, dass das einfach der Eimer-Zombie von dieser Ebene ist, quasi Ebene? Ja, nee, weg mit euch. Ah, ich habe die Kartoffel nicht mitgenommen. Warum auch immer wird die Sonnenblume hier oben nur so wenig aufgetaut. Mann, nein, du darfst nicht da einfach rumstehen. Schneesturm, nee, Eimer-Zombies sind die normalen Eimer-Zombies halt. Jalapeno. Schneesturm. Machen platt, komm schon, danke. Denn wir haben ja noch nicht mal ansatzweise unsere ganze Sonne gepflanzt. Mir grauselt es schon vor dem ersten Gargantua, muss ich zugeben. Schneesturm! Machen wir hier mal eine Lenkdistel hin, dann könnt ihr euch das ansehen. Wie sie wirklich einfach überall hinfeuert. Wo sie gerade Bock hat. Und sie hat sehr Bock, überall hinzufeuern. Und wenn man nur eine hat, sieht das jetzt noch nicht so spektakulär aus tatsächlich. Fällt mir gerade auf. Aber wenn man halt mehrere davon pflanzt und überall die Projektile von der Lenkdistel sind. Riesige Welle, wo Zombies nähert sich. Und es ist die letzte Welle. Dann warte ich mal noch einen Moment, bis der Gargantua aufs Feld kommt. So, machen wir aber direkt mal eine Jalapeno. Wodurch natürlich er seine kleinen Minions wirft. Nee, ich wollte nochmal eine Lenkdistel machen. Genau, und hier sieht man schon, wie 3 Projektile einfach von selbst gesteuert auf den Gegner zugehen. So,
Dich werde ich mal einäschern. Und mit dem sollten eigentlich die Pflanzen, die jetzt noch angreifen, gut klarkommen können. Locker, locker, locker. Guckt es euch an. Und so viel Sonne am Ende. Unglaublich. Und da hätte ich fast noch einen Spezialdünger versehentlich gekauft, weil ich mich verklickt habe. Weil ich den Cursor mal wieder nicht gesehen habe. Ich habe mir tatsächlich nur fürs Let's Play den Cursor ein bisschen größer gemacht. Jetzt fällt mir auf, dass der Cursor im Spiel genauso groß ist wie immer. Der ist gar nicht größer geworden. That's what she said. Überlebe den Zombie-Angriff mit den vorgegebenen Pflanzen. Okay. Was haben wir denn? Gucken wir doch mal. Okay, wir haben das Katapult, was ganz gut ist. Wir haben natürlich die Kartoffel. Wir haben den... die Knallerbse aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund. So, genau. Ich wollte gerade sagen, ich möchte jetzt erstmal aufs erste Paprikapult sparen, damit wir hier auch die Sonnenblumen auftauen können. Okay, weil alles in die Mitte gelenkt wird quasi. Haben wir hier den die Knallerbse. Ich verstehe, ich verstehe. Und dann machen wir einfach Seen hier. Um dann schon mal die Knallerbse aufgebaut zu haben. Dann kommst du dahin. Das ist wahrscheinlich genau das, was sich das Spiel auch hofft und denkt, dass der Spieler macht. So, dann tauen wir da nochmal eine... etwas auf. So, genau. Und jetzt haben wir erstmal nichts mehr, was irgendwie... potenziell von Kälte erfüllt sein könnte und sollte, weil wir alles mit Paprikas vollgestellt haben. Dann baue ich da noch einen hin. Ja, genau. Ihr braucht auch noch... gut, der wird das nicht überleben, definitiv nicht. Aber wir brauchen halt hier dann noch ein Paprikapult. Kann doch nicht sein. Meine Güte, muss ich jetzt den Spezialdünger für diesen Quatsch ausgeben? So, du kommst dann dahin. Das war irgendwie nicht so wie gedacht. Irgendwie habe ich da gerade... ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, bin ich ehrlich. Dann haben wir nochmal einen dahin. Ja, ich kann keine Sonnenblumen nachpflanzen. Das ist natürlich... nicht die optimalste Strategie dann. Weg mit euch! Okay, auf der mittleren Reihe spawnt anscheinend normal nichts. Wodurch wir die Knallerbsen halt hier einfach hinplanten können. Knallerbsen has been planted. So, dann kommst du weg. Dann nehme ich mir die ganze Sonne mal von dir. Sonne, Sonne, Sonne. Und noch ein Paprikapult, bitte. Ja, dann im Endeffekt geht alles einfach nur in die Mitte. Und dementsprechend... können wir auf den anderen halt Ebenen... das ist natürlich jetzt suboptimal. Du. Und mach den hier bitte. Mach den hier bitte. Danke. Oh, das wäre jetzt sehr knapp geworden. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich und es ist die letzte Welle. Okay, offenbar hat irgendwas in der Mitte... meine Knallerbsen kaputt gemacht. Oh, wenn ich den Quatsch mache, dann auf jeden Fall. Das war jetzt dumm. Das war jetzt einfach nur dumm von meiner Seite aus. Ja, mach den mal platt. Danke. Weil die konnten jetzt natürlich einfach meine Knallerbsen wegfressen. Da gab es jetzt nichts, was sie dran gehindert hat. Ja, geht mal an den Anfang zurück, bitte. Du auch.
Blub, 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 blub. Dann warten wir einfach mal, bis sie vorgelaufen sind. Planten dich. Mache schneller. Das habe ich voll vergessen, dass ich ja immer ein bisschen schneller machen wollte, wenn wir in der letzten Welle sind. Wenn wir jetzt noch den hier machen. Dann ist alles super. Da, 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 da. Oh yeah. Noch mehr Geld. Nochmal Paprika-Katapult und nochmal für die Rotorrübe. Schön. Zurück zur Karte. Ja, und damit ist das Spiel nochmal abgestürzt. Aber ich würde an der Stelle sagen, wer ist das mit dieser Folge von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2? Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt ab, ja, nicht morgen, sondern übermorgen wieder. Und Pflanzen vs. Zombies wird jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen, weil wie gesagt, das ist nur so ein Projekt, was ich immer so zwischen den Projekten reinpacke, wenn so ein paar freie Tage sind, weil ich möchte immer neue Projekte immer am Montag starten, immer so am Anfang von der Woche. Und wenn ich halt irgendwie zum Beispiel an einem Mittwoch ein Projekt endet, dann kommt danach halt erstmal, um noch bis Samstag die Zeit zu füllen, Pflanzen vs. Zombies. Dankeschön fürs Zusehen an der Stelle und ich sag tschüss, bis dann.